Once again, back is the incredible. Und sie reden von Gerüchten. Manuelsen, Shoutout geht raus. Gerüchte 4. Ich hoffe, es wird hier mal wieder ein bisschen... Naja, sich... Machine Gun... Trigger pullend im Kreise gedreht, Mois. Featuring und Kabal. Kabal, ist das neue Signing? Kabal, haben wir schon mal auf Kabal reacted? Ist schon lange bei Manu, nur selten was getroppt. Okay, kein Disrespect, Kabal. Ich kann nicht alles und jeden kennen. Gerüchte 4, ja, wie gesagt, ich hoffe, es wird wild. Manu, Shoutout und Liebe gehen raus. Letzten Sonntag kurz telefoniert zusammen. Gehen wir rein. Oh, wow, wow. Okay, das ist auf jeden Fall so ein Sample, das würde ich auch picken, wenn ich mich durch die Splice Sample Library oder durch irgendeine Sample Library klicken würde. Und das wird, das Sample ist... Das ist böse. Das ist Dark yeah. Und Danger, Dicker, dieses Sample. Why we treat these niggas like they need to be treated, man? Jeder kennt jemanden, der was zum... Jeder kennt jemanden, der jeden kennt. Wie geht es noch? Jeder kennt jemanden, der jeden kennt. Boah, hab ich da mal wieder Bock drauf, Alter. Das war so eine krasse Manuelsen-Zeit. Jeder kennt jemanden, der... Jeder kennt jemanden, der was zu melden hat. Jeder kennt jemanden, der drückt die Hälfte ab. Jeder kennt jemanden, der wurde zum Kelp gemacht. Doch ich hab Killer in derselben Stadt, Diggi, also yeah. Und sie reden von Gerüchten. Deshalb hab ich 9 auf dem Rücksitz. Manuelsen, weißt du, was Manuelsen für mich ist? Manuelsen ist für mich so dieser typische Rapper, den ich höre. Und ich merke nach ein paar Sekunden, dass ich mich komplett in so einer Art Stankface befinde. Was das ist dieses, diese Attitude. Jeder kennt jemanden, der drückt die Hälfte ab. Jeder kennt jemanden, der wurde zum Kelp gemacht. Jeder kennt jemanden. Ich bin mir irgendwie, die Mische klingt ein bisschen plechrig irgendwie gerade. Ich hab Killer in derselben Stadt, Diggi, also yeah. Schön vorgezogener Reim. Ich hab Killer in derselben Stadt, Diggi, also. Jemanden, der wurde zum Kelp gemacht. Doch ich hab Killer in derselben Stadt, Diggi, also yeah. Und sie reden von Gerüchten. Deshalb hab ich 9 auf dem Rücksitz. Habibi, gestern warst du glücklich. Aber glaub mir, heute drück ich, yeah. Und sie reden von Gerüchten. Sie reden von Gerüchten. Ist schon cool? Ist schon cool? Es kommt mir vom Mix irgendwie nicht so. Habibi, gestern warst du glücklich. Ich weiß nicht, ob es an meinen Kopfhörern liegt, lieber. Ich hab das Gefühl, die sind auch am Arsch irgendwie. Glücklich. Aber glaub mir, heute drück ich, yeah. Und sie reden von Gerüchten. Twizzy ist im Chat und schreibt Real Talk, ich finde Manuelsen braucht echt kein Autotune, hast du schon irgendwie recht, ja. Früher, mein Mann Brahim in der Hook, ne? Ich habe ja Manuelsen schon gepumpt, da war es noch cringe oder peinlich, zumindest hat er mir das, glaube ich, irgendwann mal so erklärt, weil ich habe ihn gefragt, warum hast du dich eigentlich immer Brahim genannt? Ne? Der sagt, ja, damals durften die Rapper noch nicht singen und so, ne? Also Brahim war Manuelsen, war auf vielen Snagger- und Pillard-Songs und so drauf. Und Manuelsen, jeder weiß ja halt, der ihn ein bisschen verfolgt, dass er voll krass singen kann. Und eigentlich bräuchte er Autotune gar nicht so krass, ne? Auch gar nicht in so einem krassen Pegel, wie es hier eingepegelt ist. Ne? Glaub mir, heute drück ich, yeah. Und sie reden von Gerüchten. Sie reden von Gerüchten. Ja komm, jetzt gib mir Bass, ich weiß jetzt, gib mir jetzt Bass, komm Manu. Sie reden von Gerüchten. Ja? Sie reden von Gerüchten. Jetzt Bass! Und jetzt wollen sie aus dem Schatten an meinen Thron. Sie sind Ratten wie gewohnt, but you fucking with the gold, nigga. Jetzt wollen sie aus dem Schatten an meinen Thron, man, du fucking with the gold, nigga. Aus dem Schatten an meinen Thron, sie sind Ratten. Ich kann das. Ich hab immer Angst, dass ich die Endbombe dann mit drop. Sie reden von Gerüchten. Wie er reinkommt, also, wie er reinkommt, ne? Und jetzt wollen sie aus dem Schatten an meinen Thron. Sie sind Ratten wie gewohnt, but you fucking with the gold, nigga. Sie kommen und machen Nasse auf mein Brot, doch mein Dach vor sind im Kofferraum, um's alles wie gewohnt, nigga. Was? Also, du kannst von ihm halten, was du möchtest. Ich hab schon so oft was über Nee, im Vergleich zu den ganzen anderen Streamern hab ich gar nichts über Manuelsen gesagt. Ich hab nur das Nötigste gesagt und das hat. Selbst hätte es jeder falsch verstanden, Gott sei Dank er richtig verstanden. Und er weiß, ich habe Herz für ihn, ne?
lassen wir das Ganze mal beiseite, aber selbst wenn du es reinholst und sagst, ey Manu, na, der das feiere ich nicht an ihm, das feiere ich nicht an ihm, ne? Selbst wenn du das auf den Tisch legen willst, du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht Endstufe rappt, Digga. Das kannst du mir nicht erzählen. Machen Nasse auf mein Brot, doch mein Dach versinkt im Kofferraum, um's alles wie gewohnt, Nigga. Was ich mit uns ist, ist gegen uns und ab. Red, white, bloody city, alles für den Mob. Weißt du, an wen er mich da gerade erinnert? Ist nicht das erste Mal, aber gerade fällt es mir wieder ein. Er erinnert mich an The Game, Digga. Was ich mit uns ist, ist gegen uns und ab. Red, white, bloody city, alles für den Mob. Fick ich Internet. Auch diese Slangs, alles für den Mob. Red, white, bloody city, alles für den Mob. Fick ich Internet, Twitter und zur Action bin ich ja cool. Erst doch glaub mir, dieser Triggerfinger sex, Diggi. Muss er rannt die Lippen aus der Wüste. Seine Ehe. Alles für den Mob. Fick ich Internet, Twitter und zur Action bin ich ja. Fick ich Internet, Twitter und zur Action. Mach es, genau. Rede nur darüber in Songs, das fände ich am geilsten. Rede nur darüber über Songs. Rede nur darüber über Songs. Hau den ganzen Hate, den du hast, Digga, den ganzen Hass. Wobei ich glaube, so viel Hass hat er gar nicht in sich. Das platzt dann nur halt manchmal so aus ihm raus. Ich bin auch so ein extrovertierter, so ein impulsiver Mensch. Aus mir platzen die Dinge dann auch so voll raus. Und dann so eine halbe Stunde später, wenn irgendjemand sagt, ja Digga, warum hast du mich eigentlich vor einer halben Stunde so angeschrien, sage ich, ja. War doch gar nichts. Ach, das meinst du? Herkules, doch glaub mir, dieser Triggerfinger sex, Diggi. Was sagt er da? Ich bin nicht Herkules, doch? Internet, Twitter und zur Action bin ich Herkules, doch glaub mir, dieser Triggerfinger sex, Diggi. Ach, dieser Triggerfinger ist hektisch? Dieser Trigger... Bin ich Herkules, doch glaubt mir, dieser Triggerfinger ist hektisch, Diggi. Internet, Twitter und zur Action bin ich Herkules, doch glaubt mir, dieser Triggerfinger ist hektisch, Diggi. Muss er rannt die Lippen aus der Wüste sein. Ey, guck mal, dieser Hu, dieses Hu, Adlib, dann der Drop vom Beat und dann der Flow-Switch. Das sind direkt zwei Punkte. Ich sag dir ehrlich, ich hab das immer so, das ist so diese Art, es gibt so Rapper, die rappen einfach, es, guck mal, du kannst 100 Leute nehmen und von mir aus können alle diese 100 Leute rappen. Sie können rappen, sie treffen den Takt, sie haben einen Flow, ne? Sie sind nicht Offbeat, haben gute Reime. Und dann gibt es diese Art Rapper, die kommen einfach mit dieser ganz anderen Attitude um die Ecke. Und mit dieser ganzen, du fühlst einfach aus denen raus, Digga, das ist, die rappen ohne nachzudenken. Die haben das so drin, die rappen aus der Wüste. Das ist, kommt einfach so, diese Attitude aus mir raus. Und Manu ist komplett so einer. Und schon immer auch gewesen. Glaub mir, dieser Triggerfinger. Guck mal, jetzt der Drop. Muss er rannt die Lippen aus der Wüste. Seine Ehre liegt bei uns zerstückelt in der Tüte. Wollt mit Seine Ehre liegt bei uns zerstückelt in der Tüte. Muss er rannt die Lippen aus der Wüste. Seine Ehre liegt bei uns zerstückelt in der Tüte. Wollt mit Eltern reden, nur der Bastard schätzt sich tot, Dicky. Ja, was soll ich sagen? Wie der Vater, so der Sohn, Dicky. Machen wir nicht von. Gegen wen ist das? Gegen wen ist das? Der Bastard schätzt sich tot, Dicky. Ja, was soll ich sagen? Wie der Vater, so der Sohn, Dicky. Machen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so. Ich glaube, das macht er moralisch nicht. Ist das gegen jemand Bestimmten, der von dem der Vater tot ist? Nein, oder? Das wird Manu nicht machen, oder? Das finde ich makaber, das finde ich auch nicht cool. Also gegen Tote zu gehen, finde ich überhaupt nicht cool. Reden nur der Bastard schätzt sich tot, Dicky, ja, was soll ich sagen? Wie der Vater, so der Sohn, Dicky. Machen wir nicht von Dubai aus auf Hip-Hop. Singen sie die Glattes, die Verwandten nie im Zickzack springen, Digga, ew. Nein. Machen wir nicht aus Dubai. Okay, also können wir das, geht es gegen Animus und ist Animus sein Vater tot? Ja, geht nicht ans Handy oder so. Ja, also ich glaube wirklich so, ich meine, man kann ja in die Leute nicht reingucken, du kannst ihnen nur in die Augen gucken und irgendwie so anhand der weiß ich nicht, Kontakte oder durch die zwischenmenschlichen Begegnungen, die du mit ihnen hattest, darüber bestimmen, wie gut du ihn kennst oder auch nicht, ne? Wissen tust du es nie. Ich würde sagen, Manuelsen disst nie einen Toten, das wird er niemals machen. Also wirklich, würde ich niemals denken, dass er das tut. Aber wenn das stellt sich tot, wie im Sinne von, ja, er ist abgehauen, er geht nicht ans Handy ran, er meldet sich nicht, er will nicht mit mir reden, er hat Schiss, er zieht Schwanz ein, so, dann ist das so voll die krasse Zeile halt so, ne?
Wollte mit ihm reden, doch der stellt sich tot, aber was soll ich dir sagen, wie der Vater so der Sohn. Seine Ehre liegt bei uns, zerstückelt in der Tüte. Wollt mit Eltern reden, nur der Bastard stellt sich tot, Dicky. Ja, was soll ich sagen, wie der Vater so der Sohn. Dicky, mach mir nicht von Dubai aus auf Hip-Hop. Singen sie die Glattes, die Verwandten nie im Zickzack springen. Nein, Mann, US. Weil das Deutschland ist. Trag ne Gun in meiner Hose, weil das Deutschland ist. Sie ist so schwer, sie lässt mich laufen wie mit Kreuzbandriss. Mach nicht aus Dubai, aus Hip-Hop singen. Die Glocki lässt sich da hier im Zickzack springen. Singen sie die Glattes, die verdammt. ABK ist gemeint. Vater, so der Sohn, Dicky, mach mir nicht von Dubai aus auf Hip-Hop. Singen sie die Glattes, die verdammten hier im. Aber Dubai ist auch. Also. Ach, ich sag dir ganz ehrlich, mich interessiert es gar nicht genau, gegen wen es geht. Das ist so für mich nie so. Ich finde einfach geile Bars geil und es ist aber gar nicht für mich so wichtig, gegen wen sie gehen. Ja, gell, nicht ABK. Ja, guck mal, die meisten schreiben hier Animus rein und dann kommen zwei, drei Leute, die schreiben ABK rein und fünf andere kopieren einfach ABK. Aber was hat denn ABK mit. Er sagt doch Dubai, Dicke. Nur der Bastard schätzt sich tot, Dicky. Ja, was soll ich sagen, wie der Vater, so der Sohn, Dicky. Mach mir nicht von Dubai aus auf Hip-Hop. Singen sie die Glattes, die Verwandten nie im Zickzack springen. Digga, ill. Nein, Mann, Wesen, er ist ill. Volles Magazin und ich kill, chill. Ja, die Flow-Switches sind auch geil. Reime natürlich ill, chill und kill ist jetzt so, ne? Das ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist auch vom. Also der Flow stimmt brutal. Mann, Wesen, er ist ill. Volles Magazin und ich kill, chill. Lama haben sie Cody in gesippt. Jetzt denken sie sind Rapper, sie verkaufen sich für Klicks. Guck mal, der Stimmeinsatz. Guck mal, wie seine Stimmeinsatz. Lama haben sie Cody. Nein, haben sie Cody in gesippt. Oder was? Volles Magazin und ich kill. Jetzt die Stimme zu krass. Jetzt. Lama haben sie Cody in gesippt. Jetzt denken sie sind Rapper, sie verkaufen sich für Klicks. Ah, scheiße, sie verkaufen sich für nix, Diggi. Scheiße, sie verkaufen sich für nix, Diggi. Extra Blatt, M-Punkt ist am Ausrasten. Twitch-Hype ist real wie ein Pfeil in ihren Augapfel. Und Bitches, die. Twitch-Hype ist real? Ja, gib ihm. Gib ihm. Mach Twitch, aber ich glaube, das geht dann schnell wieder so in die Richtung des. Ey, Manu, der und der hat das über dich gesagt. Was? Brauche ich erstmal einen Schluck Abkühlung von meinem Partner Holy. Check das gerne mal aus hier. Ich habe sogar einen neuen Becher, von denen ist auch Ehrenmänner. Ich habe den letztens geschrieben, ey, diese Hydration-Drinks von euch, gell, schickt mir so viel, wie ihr könnt. Die haben mir ein riesen Paket geschickt mit den drei vorhandenen Geschmäckern, die es da gibt. Das ist Pink Grapefruit, White Peach und Strawberry Kiwi. Ich trinke hier gerade White Peach. Ist ein Drink aus Mineralien, Kokoswasser und Elektrolyte. Digga, das pusht dich. Ja? Damit bleibst du die ganze zweite Halbzeit lang fit. Wie Kevin Großkreuz sagen würde. Zweiter Link in der Beschreibung, 100% vegan. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Mich haten haben kein Hack. La Galla ist der größte Hobby, I don't give a fuck, Dig. Und Bitches, die mich haten haben kein Hack. La Galla ist der größte Hobby, I don't give a fuck, Dig. Like, du findest mich im Pott. Bin der größte unter ihnen, but der niedrigste vor Gott, Dig. Also, ich verstehe vieles von dem, was er sagt, nicht. Vielleicht muss ich auch mal genauer hinhören, aber was ich fühle, ist die Rap-Attitude und die Flows und die Diggi und die Adlibs und Stimmeinsatz, alles grandios hier. Findest mich im Pott, bin der größte und findest mich im Pott. Ihnen Bot, der niedrigste vor Gott, Diggi. My name rings bells like a monk. Mein Trotz. My name ring bells. My name ring bells. Yup, my name ring bells. Was ist das nochmal für ein Song? Yup, my name ring bells. Was ist für ein Song? Kannst du dir mal sagen? Yup, my name ring bells. Es ist aber auch geil, als Manuelsen zu sagen, yup, my name ring bells. So nach dem Motto, so, ey, mein Name ist so wichtig halt, ne? Weil es ist ja wirklich auch so. Also vielleicht übertreibt er da auch manchmal, wobei im Grunde genommen hat er im Kern auch da wieder recht. Wenn du Manuelsen in deine Titel reinschreibst und irgendwie, wo der Manuelsen rastet aus, dann läuft's halt, ne? My name, yup, my name ring bells. Nein, nein, nicht Gunner. Ich kenne das irgendwie von. Ich bin da irgendwie gerade bei Obi Trice oder Method Man oder Yup, my name ring bells. Wo kommt das nochmal her? Yup, man. Oder Prodigy? Prodigy, mein. Yup, my name ring bells. Bei ihnen, but der niedrigste vor Gott, Diggi. My name rings bells like a monk. Man, trotzdem bin ich. Aber er spricht's korrekt aus. My name rings bells. Ich hab's. Das ist ja Hichi, das S muss mit, ne? My name is. It, ne? Rings. My name rings bells. Oh, warte mal kurz, mein Sohn kommt rein.
hat er nie fuck, dig. Like du findest mich im Pot, bin der Größte unter ihnen, but der Niedrigste vor Gott, dig. My name rings bells like a monk. Man, trotzdem bin ich jeden Tag mit Hells an der Front, Diggi, enfant. My name rings bells like the monk. Und trotzdem bin ich jeden Tag mit Hells an der Front. Rings bells like a monk. Man, trotzdem bin ich jeden Tag mit Hells an der Front, Diggi, enfant. Liebe mit Bella Figur. Befrei meine Brüder, free Fiddle, free Uhr. Fitner wird bestraft, Bruder, kein. Ich verstehe vieles, was er sagt, halt nicht auch jetzt. My name droppt sowieso nicht, ne? Aber ich bleib dabei. Rap-technisch gesehen. Oberstes Regal, Alter. Figur, befrei meine Brüder, free Fiddle, free Uhr. Fitner wird bestraft, Bruder, keiner kann dir helfen. Warte mal, da kommt der schon Habibi Manuelsen. Jeder kennt. Warte mal, da kommt der schon Habibi Manuelsen. Bruder, keiner kann. Krass, ich finde eigentlich seine Stimme, ich schwanke so zwischen, die Mische ist irgendwie komisch und seine Stimme kommt zu krass. Warte mal, da kommt. Warte mal. Und der Show Habibi Manuelsen. Jeder kennt jemanden, der was. Anlehnung auf die alten Gerüchteteile war das. Ja, ich hab die lang nicht mehr gehört, aber ich könnte da sehr viel mitrappen, wenn ich die höre. Zu melden hat, jeder kennt jemanden, der drückt die Hälfte ab. Jeder kennt jemanden, der wurde zum Kelp gemacht. Doch ich hab Killer in derselben Stadt, Digi, also yeah. Und wir reden von Gerüchten. Deshalb hab ich neun auf dem Rücksitz. Habibi, gestern warst du glücklich. Aber glaub mir, heute drück ich. Yeah. Und sie reden von Gerücht. Das geht schon cool so, ne? Ist jetzt keine überkrasse Hook, die so mega krass raussticht, aber die grindet gut hier. Sie reden von Gerüchten. Sie reden von Gerüchten. Sie reden von Gerüchten. Wenn der nur immer so rappen würde einfach, gell? Punkt Manuelsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Punkte für Manuelsen. Und sie reden von Gerüchten.